So, willkommen zurück zu Thief. Im Pausenmenü. Haben wir schon mal ein Part im Pausenmenü gestartet? Ich weiß es nicht. Letztes Mal haben wir das Museum zu Ende geplündert, erfahren, dass Artemis von Gamal kontrolliert wurde. Wie gesagt, ich glaube, dass es im Versteck noch nicht der Fall war, aber... Naja. Tatsache ist, jetzt müssen wir die ganzen... Artefakte, ja. An die richtigen Orte bringen, wie zum Beispiel hier den Kelch müssen wir nach Fort Eisenholz bringen, auf dem Friedhof, da sind wir gerade. Oh. So, an der Stelle ein paar Wasserpfeile zu haben, lohnt sich definitiv auch, um hier ein bisschen dunkler zu machen. Das bringt uns jetzt was, ja, dass man sich hier zumindest relativ... Dich da hinten würde ich gerne umlegen. Ich speichere gleich nochmal. Ich speichere jetzt gerne. Ja, dieser Bosskampf ist, ich nenne es mal Bosskampf, weil es ist nur genau das. Aber ich wollte fragen, wo ist eigentlich Gamal? Ja, als Bosskampf ist das hier interessant, finde ich. Eine sehr interessante Idee. Und vor allen Dingen ist es auch nicht ganz einfach, weil, wie gesagt, wir können sie nicht mal blenden für den Fall, dass sie uns sehen würde. Das ist gar nicht so einfach. Komm ich hier durch? Ich komme hier durch. Vielleicht. That's two of them, but I still have three of these artifacts to position. Das war easy. Normalerweise habe ich das schwieriger in Erinnerung. Ja, ich laufe mal direkt wieder weg und wieder raus hier. Wo müssen wir noch hin? So, in der Altstadt waren wir. Wir müssen noch zu den Docks. Nach Stone Market und ins Südviertel. Mal auf die Karte gucken. Zu den Docks könnten wir von hier aus. Nach Stone Market auch. Entschuldigung. Ich muss allerdings sagen, was ein bisschen schade ist, wir müssen, das ist Zwang, das Südviertel zuletzt machen. Ja, was ist gerade hier? Scheiße, Husten und so. Wir müssen das Südviertel zuletzt machen. Du bist doch ein Heide. Backo works, I guess. Oh, wo lande ich denn hier? Wenn ich auch mal hier stehe, wo lande ich da? Stone Market. Das ist sogar eine gute Idee, dann gehe ich jetzt erst nach Stone Market. Ich habe nämlich einen Plan. Gut, da hinten sehe ich schon wieder einen von den Steinklopsen. We share flesh and blood, thief. It is through your eye that I see. Painful was it not? To lose it. But that's why you are the one. Only you are attuned to me. And only I can initiate the failsafe. Was zur Hölle geht hier ab? Scheiß, die wandern. Ich hätte es ja schon erklärt. Gamal darf uns nicht sehen und das ist jetzt auch mein Plan. Ich sehe sie gerade nicht, also laufe ich jetzt ganz schnell durch. Das ist mir noch nie passiert, dass sie so weit weg war. Da hinten müssen wir hin. So far so good. Die Krone muss mir. Now there's only two artifacts left to place. Warum die Krone? Ach stimmt. Bei Fort Eisenholz war ja schon der Fort Eisenholz war ja schon der Kelch, deswegen kann ich nicht mehr sagen. Okay, das lief jetzt erstaunlich gut. Das liegt aber daran, dass Gamal aus irgendeinem Grund da links in die Gasse gerannt ist. Da kann ich jetzt zwar nicht rein, aber da will ich aber nicht rein. Ich gehe jetzt nämlich zurück zur Altstadt. Wir haben jetzt hier nämlich zwei Möglichkeiten gehabt, sag ich mal, was den Weg angeht. Entweder wir laufen zurück in die Altstadt und von dort aus... Jetzt weiß ich heute den Weg selber nicht. Genau, von dort aus zu den Docks. Aus Prinzip. Oh, was? Also entweder wir laufen von Stone Market aus. Oh, cool.
mache ich einfach mal, weil ich es kann. Von Storm Market aus könnte man entweder ins Südviertel gehen, wo wir noch nicht weiter dürfen, sag ich mal. Also wo wir zumindest Artefakte nicht platzieren können. Oder aber wir laufen von dort aus wieder hier in die Altstadt und dann in die Docks, weil wir müssen in die Docks und der einzige Weg sonst führt über... Der ist der Weg, nicht wahr? Oh, Heide. Ach stimmt, die Heiden können die ja auch vernichten. Slitherer, I be hearing you loud and clear, Sie. Stimmt. Die Magier können die ja auch vernichten. Einfach. Mach doch nicht so Fass auf, ey. Hier geht's zu den Docks und da wollte ich auch hin. Verdammte Scheiße, was ging hier gerade ab? Das ist jetzt überall in der Stadt irgendwie so. Das Problem ist aber auch momentan in dieser Stadt hier, dass die Heiden kämpfen ja gegen die Hammeriten. The failsafe. The last of all glyphs. Have things become so bad then so soon? Tempting is the power of the glyphs and weak are little humans like you. Schön. Warum ich jetzt übrigens hier bin, wer sich das fragt, ich wollte nur in diese Tür. Well, what's the delay? You got something you want to fence or not? So. 5800 ist auch wieder schön, dass man am Ende nochmal eine Menge Geld hat. Ich sehe gerade gar nichts. Gut. So, die Docks sind auch nicht so einfach. Es gibt bei den Docks aber einen Trick, glaube ich. Ich muss erstmal gucken, wie ich das jetzt hier am geschicktesten mache. Erstmal lösche ich die Fackel. Ich könnte nämlich auf dem Rückzug unpraktisch sein. Das ist Feuerfall gewesen. Ich würde eigentlich ganz gerne die ganzen Steintypen hier umhauen. Das wäre relativ praktisch. Ach, da unten steht noch eine Wache. Kommt zu glauben, dass er noch eine Wache lebt. Oh. Und da ist der Steintyp weg. Dann gehe ich mal hier lang. Denn wir haben das schon mal gesehen. Ich weiß nicht, habe ich es damals noch reingegangen? Da ist es. Gamal steht gerade da hinten. Das ist eigentlich ganz günstig für uns. Bevor ich da wieder reinrenne, speichern. Ich speichere jetzt immer davor, weil ich habe echt keinen Bock zu sterben, jetzt hier und dann nochmal irgendwie ein Artefakt, was ich schon hatte, normal zu machen. Das ist unnötige Zeitverschwendung. Four of the five are all set. Das war ich dazu. I can't stop now. Ja, eins fehlt. Sorry, Mann, ich fürchte, ich werde dich da hinten umlegen müssen. Das Dumme ist, irgendwann hat man über den Bogen schon gezogen und ich kann den hier irgendwie nicht wieder weglegen. Oder ich weiß zumindest nicht wie. Ist ja auch egal. Weiter, weiter. Jetzt müssen wir in Südviertel. Der Freund ist da gegangen. So. Hier ist das Südviertel. Damit auch das letzte. Damit endet es wohl heute. Sentients, so sad and simple. Most of the fascinating speak yet. I thought that Harry was trying to lead my potential unlocked at last. Now I see. It is the thief who wishes to unlock our power, the final one. Either way, the last one our destiny approaches. Ich weiß es nicht, aber war da irgendwie gerade zwei Sprüche von dem Auge gleichzeitig abgespielt? Das klang nämlich irgendwie so. Was ist denn das? Was soll's? Nur ein Grafikfehler. Ich bin überrascht. Das kann mal.
Ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße, ich bin so dumm. Now for the last artifact, the eye. Let's hope this final glyph does something useful. Scheiße, ich wollte eigentlich von Stone Market kommen, das wäre viel einfacher gewesen. Das ist jetzt echt blöd. Nee, das ist jetzt richtig blöd. Weil, wenn wir von Stone Market kommen, kommen wir ja von da hinten, in die Richtung, wo ich gerade gucke. Und dann wären wir hier aus dem Gang durch den Tunnel da hinten, hätten wir hier rauskommen können, das wäre viel einfacher gewesen, weil da vorne, genau da, wo wir schon x-mal dran vorbeigerannt sind, da muss das Artefakt hin. Ich speichere mir jetzt mal das Klemmen, genau, ich klemme jetzt mal das Speichern, würde ich sagen. Hintergang mal raus, aktivieren. Das auch. If I never see another glyph again, it'll be too soon. Without us. To us. Then Jackknall's paw, it becomes he back to us. Block. That's not for you. Please, sir, I'm hungry. You have talent. It's no easy thing to see a keeper. Especially one who does not wish to be seen. Ich hatte gerade ernsthaft Sorgen, dass die Musik klang geil, aber ich hatte ernsthaft Sorgen, dass die während der Credits weiterläuft, weil die ist ja leider verdammt laut. Ich habe, glaube ich, nie gesagt, ich habe vom Anfang bis zum Ende des Spiels geguckt, ob ich nicht irgendwo die Musik leiser drehen kann. Ich habe es nicht rausgefunden, weil die Cutscenes waren ja immer deutlich lauter als meine Stimme.
Na, was soll's. Übrigens, die Endszene gerade mit dem kleinen Kind und Garrett. Das wusste ich, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, wusste ich es auch noch nicht. Aber das ist genau das Gleiche, was Garrett als Kind passiert ist. Er hat als Kind war er selber Taschendieb, um zu überleben, weil er hatte keine Eltern. Ich weiß nicht mehr, ob das hier wohl erklärt wurde. Jedenfalls hat er eines Tages dann versucht, einen Hüter zu bestehlen, nämlich Artemis. Und der hat ihm genau das Gleiche gesagt, ne? Es ist nicht einfach, einen Hüter zu sehen. Besonders einen, der nicht gesehen werden will. Daraufhin ist er dann mit ihm gekommen und wurde ausgebildet. Zu dem, was er heute ist. Ein Meisterdieb. Also, er wurde nicht zum Dieb ausgebildet, sondern sollte zum Hüter ausgebildet werden. Hatte aber keinen Bock mehr in einer Zeit. Egal. Finde ich eigentlich schön, dass man genau das Gleiche nochmal macht. Ich weiß nicht, dass der jetzt nicht war, oder? Gut, scheinbar nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Kind nochmal eine Bedeutung hat in einem späteren Thief-Spiel. Ich hab da... Es kann sein, ich weiß es gar nicht, ob das die das Mädchen noch Thief 4 ist. Kann sein, ich weiß es gerade echt nicht. Würde vielleicht Sinn machen. Ja, besonders bei dem, was die in Thief 4 zum Teil sagt, würde es Sinn machen. Definitiv. Aber ich weiß es nicht. Man hat den Namen von ihr nie erfahren. Also, von dem Mädchen hier. Verdammte Scheiße! Mal was Neues. Ich habe noch nie während den Credits geschnitten. Irgendwas wollte ich gerade sagen, habe es dann doch wieder vergessen. Naja, geiles Spiel. Insgesamt, geiles Spiel. Sehr, sehr geil. ja, Thief, Deadly Shadows. Es ist jetzt nicht sehr lang gewesen, ne? Hat nicht so lange gedauert, ich weiß auch nicht, welcher Part das jetzt hier ist. Kein Schema. Aber, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 20 und 30 oder sogar gerade 30. Kein Schema. Jedenfalls, nicht sehr, sehr lange. Aber schon länger als ich dachte. Ich dachte, wir schaffen gerade mal 20 oder so. Na gut. Hat mir immer sehr gut gefallen. Es ist von mir wirklich was anderes. Es ist das erste Mal tatsächlich gewesen, dass ich so ein Spiel damals gespielt habe, als ich Deadly Shadows zum ersten Mal gespielt habe, so muss ich jetzt ja sagen, habe ich auch zum ersten Mal überhaupt so ein Spiel gespielt, wo es ums Schleichen ging. Normalerweise war meine Methode reingehen und töten. Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, versucht habe bei diesem Spiel. Oh, was für eine saudumme Idee. Ja, also alles in allem würde ich jetzt mal sagen, ja, ich war definitiv nicht perfekt in diesem Spiel. Definitiv nicht, aber ich denke, ich war okay. Kann man mal so sagen, ja. Gibt wahrscheinlich so richtige Thief-Cracks, die da komplett durchgehen und auch nur einmal gesehen zu werden und wahrscheinlich nur die Hälfte der Leute niederschlagen, die ich jetzt hier niedergeschlagen habe. Die wahrscheinlich auch ins Museum gehen und dann nicht einen niederschlagen oder sowas. Die Mühe würde ich mir nie machen. Kein Bock zu auch immer einfach, ne? Ich kann so umhauen, dann mach ich das. Das ist einfacher. Aber gut. Oh, Hammerites und Pagans. Die Vorgänger, hatte ich ja schon gesagt, kann ich gar nicht let's playen. Da funktioniert irgendwie technisch nicht so richtig bei mir. Ich habe keinen Schimmer, warum und wie und was auch immer. Thief 4 hingegen, der Nachfolger, der ja dieses oder letztes Jahr rauskam. Oh Gott, gar nicht. Nee, der kam 2014 raus, ne? Also dieses Jahr. Könnte ich mir durchaus überlegen, dass ich den auch mal let's playe. Definitiv nicht im Anschluss, das könnte noch ein bisschen dauern, weil ich muss vorher meinen PC aufrüsten, der ist seit 2 Jahren Arbeitsspeicher fällig. Und ich vermute einfach, dass das Spiel nur laggen wird, wenn ich da jetzt noch Fraps nebenher laufen lasse, deswegen... Ja, ich brauche Arbeitsspeicher. Und das schon seit 2 Jahren. Naja, wird schon funktionieren irgendwie. Irgendwas anderes noch? Ja. Was hier drauf folgt, habe ich mich selbst noch nicht ganz entschieden. Es stehen, sag ich mal, 2 Projekte zur Auswahl. Welches von beiden es am Ende sein wird, weiß ich nicht. Ich kann mich echt nicht so ganz entscheiden. Naja, wir werden sehen. Oh cool, ich kann den Credits nochmal laufen lassen. Ja, nee, danke. Einmal reichen sie dann doch, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich ein paar Namen nicht gesehen habt, weil ich zwischendurch schneiden musste. Scheiße. Was soll's. Schönes Spiel. Finde ich immer wieder schön.
alt, ja. Man hat es auch in der Grafik gesehen. Das ist halt nicht das Neueste. Von wann ist das überhaupt? Stand das mal irgendwo? Ich fühle mich verarscht. Da gehe ich einmal auf Optionen und sehe sofort sowas wie Musiklautstärke. Ach, Spiel, du willst mich doch verarschen. Gut, für alle, die das Spiel mal selbst spielen, hier kann man die Musikgläser drehen. Scheiße, Mann, das gibt's doch nicht. Warum? Was? Warum habe ich das nie gesehen? Ach komm, was soll's. Nämlich interessiert nicht mal, von wann das Spiel ist. Das steht nämlich gerade irgendwo. Ich hab doch bestimmt noch irgendwo hier die Hülle. Steht da was zu? Ich fürchte nicht. Das war ja das. Gold Pack war das? Keine Ahnung. Square Enix Masterpieces. Dark Project 1, Dark Project 2 und Thief Dirty Shadows. Verdammt, steht nichts mit Datum drauf. Naja. Wen interessiert's? 99 steht jetzt zum Teil drauf. Könnte sein, dass es. Ja, 99 könnte von der Grafik vielleicht sogar hinkommen. Keine Ahnung. So. Ups. Hä? Was ist das? Das kenne ich nicht. Sag mal nicht, es gibt eine Intros, die ich nicht kenne. Faszinierend, diese Szene habe ich noch nie gesehen, weil ich nie lang genug in diesem Bild, in diesem Startbildschirm war. Naja, da waren zwischendurch ein paar Szenen aus Dark Project 1 und Dark Project 2, also im Grunde Thief 1 und 2, das ist ja so, sind Thief 3. Aber gut, ich denke mal, das war es jedenfalls mit Thief, Dirty Shadows. Geiles Game, kann ich nur mal wieder sagen. Thief 4 wird bestimmt irgendwann kommen. Irgendwann. Wenn ich endlich mir die Mühe mache, um PC aufzurüsten und so. Ich weiß nicht. Wenn ich dazu dann mal innerhalb der nächsten Wochen komme, dann vielleicht sogar schon das übernächstes oder so. Na, glaube ich nicht. Wie gesagt, zwei kommen auf jeden Fall vorher. Ich freue mich auf beide. Bis dann.